Oh. Toll. Toll. Echt geil. Geil. Finde ich gut. Danke. Na gut, es muss sowieso ohne Pistole gehen, sind wir ganz ehrlich. Wir müssen es sowieso ohne Pistole hinkriegen. So einigermaßen zumindest. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo ist denn der andere? Wir suchen ja nach noch einem. Und wir sollen das Versteck von den Grows noch irgendwie infiltrieren, aber... Wie sollen wir das denn machen? Und die spannende Frage ist ja auch, wo ist Davud Rangan? Der ist irgendwo auf einem... Hoch, da oben ist er. Okay, da brauchen wir natürlich noch den... Wir brauchen noch den Schauspieler. Richtig. Ich würde sagen, den gehen wir jetzt einfach mal suchen. Ist natürlich in dem Outfit ein bisschen blöd. Aber mal gucken. Vielleicht kommen wir da irgendwie umher. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Huch. Barat. Oh, ich liebe Barat fahren. Guten Tag. Imbissviertel. Nee. Das ist auch Vorsicht, da kommt wieder so ein, oh, ich fühle mich ja so wichtig mit meiner dicken Knarre, weil ich so ein toller Typ bin. Mm, ich bin so ein geiler Typ. Mm. Wir müssen irgendwie in das Dingsviertel kommen. Was ist das hier? Guten Tag. Wir haben echt keine Map, ne? Also doch, wir haben eine, aber das ist diese ganz kleine da unten. Aber wir haben keine normale Karte, wo man einfach mal drauf gucken kann. Das nervt ein bisschen. Gehen wir mal hier lang? Ah ja, guck mal, wen wir da haben. Ist das nicht er? Ich würde mal stark behaupten, dass das er ist. Oder? Ich guck nochmal gerade. Information, himmelblaues Stoffdingens, Anfrage, bla bla bla. Doch, das muss er aber sein eigentlich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir gehen ihm mal hinterher und gucken mal, wo er hingeht. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, ihn... irgendwie... zu überwältigen. Nein, jetzt läuft er wieder hier lang. Scheiße. Fuck. Hm. Tag, 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 Tag. Guten Tag. Lass uns mal ein bisschen in Richtung von dem Typen gehen. Vielleicht kriegen wir da... Kommt man hier lang? Oh, hier kommt man lang. Cool. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie so ein paar Infos, ob wir hier eine Mission haben oder sowas. Aber da kommen wir ja überhaupt nicht. Da kannst du vergessen, da kommen wir gar nicht hin. Überhaupt nicht. Das ist ja super abgeschottet hier. Das Ding ist, wir bräuchten halt echt dieses Outfit von diesem Superstar. Aber das war doch der Typ gerade, oder? Da kannst du mir doch nicht erzählen. Ich meine, das ist Imbissviertel, aber das ist doch das gleiche wie Restaurant, oder? Ist das nicht das gleiche? Wir müssen den Typen nochmal suchen. Warte mal. Wir müssen nochmal... Wir gehen nochmal ins Imbissviertel und suchen den. Das muss der sein. Kann gar nicht anders. Fuck, also die Typen, die uns suchen, scheiße. Ich guck mal, hier muss man doch irgendwie auf die Karte zugreifen können. Das kann doch gar nicht. Entschuldigung. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso. Hm. Wo ist der Bruder hingelaufen? Das gibt's nicht. Fuck, wir müssen in die Richtung. Wir müssen in diese Richtung, das hat gar keinen Sinn. Hier sind zu viele von den Typen unterwegs. Down to the hideout to be shown a picture of the boss so he'd recognize him when meeting him. Yeah, all the secrecy is
This barber is tangled up in some shady business, 47. But even more interesting, he may have seen a picture of the Maelstrom in the hideout of the street gang known as the Crows. That picture would be very helpful to our cause. Okay, der Barbier und der Maelstrom. Dieser Barbier hat sich in zwielichtigen Machenschaften verwickeln lassen, 47. Doch was noch interessanter ist, er könnte im Versteck der Straßenbande, die man Gross nennt, ein Foto des Maelstrom gesehen haben. Das Bild wäre sehr hilfreich für unsere Sache. Ja. Ist das das, was da liegt? Nein. Warte mal, ich speichere gerade mal. Einmal hier gespeichert. Okay, die Sprachaufzeichnung haben wir einfach mal mitgenommen. It's me. It is imperative you notify me as soon as Sargar's barbershop is open again. He is an excellent source of information, and I want to make sure he understands who he's working for now. Signal me at once when the shop is open. That is all. Okay, wir gehen mal hier hoch. Okay, wir wurden, glaube ich, nicht beobachtet. Aber wir müssen da oben hin. War also gar nicht mal so dumm, hier hochzugehen. Sehr gut. Ach, hier ist das. Alles klar. Hier ist das scheiß Lager von denen und wir haben halt keine Knarre, ne? Wir haben halt absolut keine Pistole. Wir können nichts machen. Aber auch wirklich gar nichts. Wir könnten jetzt hier runter, aber ich weiß nicht, wo wir da lang können. Scheiße, Mann. Boah. Okay, das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Aber wenn der Typ sich gleich wieder umdreht, wir speichern gerade mal. Wenn der Typ sich gleich umdreht und dann versuchen wir mal hinten lang zu laufen. Aber hier sind halt echt noch sehr viele Gegner. Jetzt. Okay. Das hat ja schon mal einigermaßen gut funktioniert. Jetzt brauchen wir nur noch seine Kluft. Ich meine, die werden uns wahrscheinlich trotzdem erkennen. Wir speichern nochmal. Ey. Ey, ich will speichern. Lass mich speichern. Ja, Alter, lass mich speichern, okay. Geil. So. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir hier rumlaufen. Die werden uns wahrscheinlich... Also, die würden uns wahrscheinlich trotzdem töten, denke ich mal. Aber wir können es ja mal probieren. Nee, da will ich nicht hin. Ich will runter. Ich glaube, runter ging's hier, ne? Ja, genau. Moin. Ich bin's, einer von euch. So, jetzt... Wo ist das Missionsding? Hä, warte mal. Wo war denn jetzt die scheiß Mission? Ah, hier. Verwirrter Tobi ist verwirrt. Okay. Okay, guten Tag. Oh, ich bin sehr gespannt, wie die jetzt gleich reagieren, wenn wir da rauslaufen, als zu einer von denen. Ich muss nochmal speichern, tut mir leid. Delving straight into the heart of darkness, 47. Good luck. Oh ja. Blech. Okay, das ist sehr gefährlich hier, ne? Okay, hier kommen wir nur mit dem Dietrich rein, alles klar. Ich glaube, das ist auch gar nicht das, wo wir rein müssen. Und so kommen wir auch da rein. So, warte mal gucken. Nope. Ihr kennt mich. Glaubt mir, Freunde, ihr kennt mich. Ach, das gibt's nicht. Scheiße, der hat uns gesehen, der Pisser.
Aha. Fuck. Fuck, 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 fuck. Warte mal. Mumbai Geister. Wo waren wir jetzt gewesen? 28. Hier waren wir. Hat die blöde Sounds gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Aber okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir hätten einfach noch ein bisschen weiter um die Ecke gehen müssen, dann hätte er uns auch nicht gesehen. Aber machen wir. Mhm. So, einmal Tür öffnen, dann gehen wir hier durch. So, dann gehen wir. Wir gehen jetzt einfach wieder ganz normal an denen vorbei, als wenn nichts gewesen wäre. Wenn wir unsere Pistole noch hätten, wäre natürlich ideal, ne? Okay, da kommen wir halt auch nicht durch. Ich hoffe, die laufen uns nicht beide hinterher. Ne, läuft uns nur einer hinterher. Wunderbar. Hi. Ach, leck mich doch. Die Arschgeigen. Hey. Da kommt gleich einer. Hitman Call of Duty, Alter. Ach Mann, ey, das ist doch scheiße. Gibt's doch gar nicht. Wieso kriegen wir das nicht hin? Verdammte Axt. Okay, warte. Wie kommen wir an denen vorbei, dass die nicht verdächtig sind auf uns? Das Ding ist ja, wir können ja ohne Probleme hier runterlaufen. Das ist gar kein Ding. Literally about to shit himself when we brought him down here. Delving straight into the heart of darkness, 47. Good luck. Was ist denn, wenn wir hier durchgehen? Ach, hier kommen wir nicht durch. Alles klar, hier stimmt, hier war die Dietrich-Geschichte. Und hier ist halt auch nicht so geil, ne? Nee. Fuck. Ich überlege gerade. Da hinten ist noch einer. Farbiger Rauch. Einige Mitglieder der Gross sprechen über Rauchsignale. Es ist nicht ganz klar, was die Signale bewirken, doch es könnte nützlich sein, dem nachzugehen. Okay, okay, okay. Ich versuche den gerade mal hinterher zu laufen, ob wir uns da vielleicht irgendwo verstecken können. Yo, im Schrank. Perfekt. Okay, super. Wenn die gleich wieder vorbeilaufen, also quasi von links nach rechts, die patrouillieren ja hier, gehen wir raus und überwinden den Typen, der in dem Raum steht, wo wir hin müssen. Das werden wir hoffentlich einigermaßen hinbekommen. Ich überlege gerade, ich speichere nochmal. Nimmt mich in Angsthasen, ist mir egal, ich speichere trotzdem nochmal. Da kenne ich gar nichts. So, die laufen vorbei. Guten Tag. Warten wir, bis sie ein Stückchen weg sind. So. Oh, ich dachte, die hören das. Verdammte Scheiße. Okay. Wo steht der Dude? Ach krass, da kommen wir auch nicht rein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Aber hier kommen wir rein. Moin. Alles fit. Ich hoffe doch. Wir nehmen uns mal seine Klamotten. Nee, Klamotten. So. Das wird zwar wahrscheinlich nicht allzu viel bringen, aber erstens mal schalten wir sie frei. Und zweitens mal weiß ich, ob wir... Ah, wir haben dann eine Gesichtsmaske auf. Sehr gut. A photograph and a note addressed to Sagar the Barber. This... Eine Notiz an Sagar, den Barbier. Ein neueres Bild des Maelstroms, den dem Barbier Sagar gezeigt wurde. Looks like a very recent picture of the Maelstrom. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. You could also investigate the barbershop and see what is going on there. Okay. Guck, jetzt müssten wir. Ich speichere gerade nochmal. Hier. Jetzt müssten wir eigentlich hier an den Jungs vorbeilaufen können. Ohne, dass die uns entdecken, weil wir haben eine Maske auf. Huh.
Wunderbar. Originaler Ehrenbraten. Hammermäßig, das war gut. Das war sehr gut. Müssen wir nur mal gucken? Ah, mich juckt's. Warte mal. Müssen wir nur mal gucken, wo müssen wir hin? Da hinten. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Guten Tag. Und dann gehen wir hier raus. So. Und dann... 47, that man there. He resembles the Maelstrom. Try to get close to him for a visual ID. Okay. Der Typ hier. Und? It looks like him, but that's not the Maelstrom. No luck. Das ist er nicht. Okay, wir müssen hier ein paar Leute einfach begutachten, alles klar. Aber das machen wir jetzt nicht als erstes. Wir gehen jetzt zu dem Barbier hin. Oh, oh, oh. Das ist uncool, uncool. Ist das nicht? Warte mal. So, you like violence, huh? Let's see you try that on me. Hey, oh yeah. Who can play that game? Oh, fuck. Huch. Okay, das war scheiße. Halt's Maul. Wir laden nochmal gerade. Wir laden gerade nochmal. Das war das hier, glaube ich. Das war scheiße. Ich dachte... Ich meine aber, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass der Typ mit diesem komischen Flügel auf dem Rücken, dass das tatsächlich der Typ ist, den wir brauchen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist genau der Typ, den wir suchen. Moin. Weil der sah halt echt genauso aus. Aber ich bin mir nicht sicher, weil der wird halt auch nirgendwo angezeigt. Wir gehen jetzt zu dem Barbier erstmal hin. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Barbiertypen. Und gucken erstmal, was wir da machen müssen. Wir sollen uns das Barbier verkleiden. Das machen wir jetzt erstmal. Tag. So. Nach unten. 47, that man there. He resembles the Maelstrom. Fuck. Try to get close to him for a visual ID. Nee, das mache ich jetzt nicht. Wir machen das später. Ich gehe jetzt erstmal zu Barbier. So, mal fallen lassen. Bah, hier der. Ach, ist das ekelhaft. Was auch, entdecken wir hier unten vielleicht irgendwas, wenn wir hier reingehen? Außer. Ach, außer Scheiße und alles Mögliche. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Nee, dann gehen wir weiter. Weitergehen, bis sie dunkel. Guten Tag. Wo sind denn hier die Nutten? Ah, Taxi, du kannst doch niemals mit dem Taxi hier rumfahren. Das ist doch alles viel zu voll hier. Hier sind überall Menschen. Wie willst du fahren? Wie willst du fahren? Sag mir, wie du fahren möchtest. Guck mal, Johann, ich speichere vorher. Ich speichere jetzt vor allem. Wanted me to provide information to, you know, their boss. They showed me his picture in their hideout 2 days ago. But I was so stressed out. I thought they were going to kill me or something. I can't remember his face. What if he shows up and I miss him? Then you should go and explain it to them. They probably still have the picture there. But what if they hurt me? What will happen to you? Eine gründliche Rasur. Ein Barbier hat sich in zwielichtige Machenschaften verwickeln lassen. Doch was noch interessanter ist, er könnte im Versteck der Straßenbande, die man Crows nennt, ein Foto des... Hey, das habe ich doch schon gehabt. Ich habe doch einen Schlüssel gerade aufgenommen. Für was ist der? Ein Schlüssel zum Barbierladen. Ach so. Okay, hier war doch eh offen. Ja, und nur ich dachte, die Alte geht jetzt, weil sie angepisst ist. Ach, toll. Na also.
Dankeschön. Wunderbar. Die Knarre, wie kann man die Knarre wegstecken? Objekt ablegen? Ich leg's mal ab. Okay, wie kann ich... Mit H. Alles klar. Okay. Gut. Das Ding ist, wir sehen halt überhaupt nicht aus wie der originale Barbier. Barbier? Mein Gott. Aber, lass mich in Ruhe. Guten Tag. Wieso sind hier überall Leute, die uns hassen? Fuck, Mann. Hä? What the fuck? Warum? Hä? Warum öffnen die einfach das Feuer auf uns? Was ist mit denen denn schief? Hä? Oh, du hast eine Glatze, ich schieß dich tot. Hä? Ja, nicht schlecht, ne? Da wirst du einfach mal auf offener Straße erschossen. Läuft. Die Waffe mal wegstecken, so. Der Boss. Er hat mir seine Bilder in seinem Hideout 2 Tage ago. Aber ich war so gestresst. I thought they were going to kill me or something. I can't remember his face. What if he shows up and I miss him? Then you should go and explain it to them. They probably still have the picture there. What if they hurt me? What will happen to you? Or if they decide to burn down the shop like they did with that other guy with the metal recycling? I won't do it. Pavel, I told you we would get into trouble with this snitching business. But you had to go and earn some easy money sharing information with the gangs. This is your mess. You fix it. Okay, wir warten noch ganz kurz, bis die... Ich speichere aber gerade nochmal, weil dann haben wir diesen Dialog nicht nochmal drin. So. Jetzt warten wir eben kurz, bis die Mutti hier aus dem Haus ist. Und dann tanzen die Mäuse auf den Tisch, so wie es ist halt, ne? Na komm, geh endlich. Oh. Was ist denn Schlüssel? Moin. Einmal nackig gemacht, sehr gut. Nö, ich speichere jetzt nicht nochmal. Oh, warte mal. Fuck, da steht jemand. Sehr gut. Psst. Ganz ruhig. Ich will euch nichts Böses. Ich lasse es einfach aussehen wie ein Unfall. Ich bin ein einfacher Barbier mit einer Waffe am Rücken. Was ist los mit euch? So, öffnen. Jo. Zack, zack. Le Barbier ist now open. Ich tue die aber doch noch mal ein bisschen weiter weg, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht so gut, wenn der hier oben, ne, und so. So. Okay. Alles klar. So, der Barbierladen ist geöffnet. Oder? Ah, nee, doch noch nicht. Huch. So. Jetzt aber gleich. Alright, 47. We're open for business. Scheiße. We know what the maelstrom looks like and expect him to show up. Patience and shaving cream is what's on the menu now, 47. Wir müssen die Waffe da hinten irgendwie wegkriegen. Ja, warte mal, wir wählen die mal aus. Nee, es bringt nichts. Scheiße. Okay, mal gucken, kommt jetzt hier auch jemand oder ist hier allgemein nie was los? Ich speichere nochmal. Nicht gleich, dass hier gleich wieder einer von den Arschgeigen reinkommt und uns einfach abknallt. It looks like him, but that's not the maelstrom. Ja, ich warte auch darauf, dass hier... Oh, wir sehen wirklich hübsch aus. Ah, ich musste... Ach so. Hey Watson, give it up. The peace, right fucking now. No, that's not him. Okay, don't move. Get your damn hands up nice and slow. He's fighting one of our guys. Arschloch.
Ach Mann, das ist doch scheiße. Ich kann da nicht rausgehen, solange der Typ da steht. Aber ich wüsste halt gerne mal, warum die uns dauernd überführen. Ist es die Knarre hinten am Rücken? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt auch nicht. Ich glaube, ich leg die mal ab. Ich leg die mal oben hin. Lass uns mal die Knarre oben hinlegen. Warte. Ist gut, dass die hier so auffällig rumliegen. Also unauffällig meine ich natürlich. Hallo? So. Jetzt probieren wir es so nochmal. Weil so müsste jetzt eigentlich passen. Ich meine, klar, ein Barbier mit einer Knarre auf dem Rücken ist schon ein bisschen auffällig, oder? Yes, finally. Alles klar. No, that's not him. I'm afraid I'm a little busy right now. I'm sorry, sir. No to me. Not right now. Just you wait. Damn it! I think he's a shave. Can I get a shave, please? Wen soll ich denn jetzt rasieren? I'm ready for you. Thank you. Yes. Die Frage ist doch, warum. Wen soll ich jetzt hier rasieren? Soll ich jemanden Bestimmtes rasieren? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Scheiße, das Rasiermesser. Wo finde ich das? Hier. Sehr gut. Okay. Let's go. Mr. Saga, I suppose you already heard the news, right? About that famous Broadway star who's in Mumbai to work on Rangan's latest film. Please, enlighten me. Ah, well, his name is Gregory Arthur. He's starring opposite Rangan and Karishma Hassan. I saw him out in the slums last night, just walking the streets. It's quite amazing. Very interesting indeed. We're done. Very nice work. Schön. Very nice. Sieht sehr gut aus.